Servus, meine lieben Profis, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Wir haben den Dude getötet. Leider waren wir etwas zu spät. Und jetzt müssen wir entkommen, weil alle hinter uns her sind. Ich wünsche mir selber viel Erfolg. Aber okay, es scheinen jetzt erstmal nur normale Wachen zu sein. Okay, zack, noch einer weniger. Der kriegt sofort eine rein. Seid nur bereit, wenn der Moment gekommen ist. Genau wie wir den Schweizer. Okay. So läuft's. Ich bin nicht wie die anderen. Bitte halt das. Bin nicht wie die anderen. Die Aussage fand ich gerade toll von ihm. Ja, alle deine Kollegen haben dich verlassen, ne? Okay, ich kann noch entkommen. Oh lol. Ich bin entkommen. So rum wollte ich das sagen. Synchronisierung, okay. Hä, hey, cool. Das Entkommen ist teilweise echt einfacher als bei Assassin's Creed 1. Aber da hat man ja teilweise echt Situationen, wo man sich echt durchkämpfen musste. Gut, man kommt wahrscheinlich auch, wenn man nicht so die Rambo-Methode wie ich nimmt, anders daraus. Aber hey, was soll's. Okay. Ich bin entkommen. Cool. Und wieder ein Attentatsziel weniger. Bin ich ja sehr gespannt, ey. Also langsam, ne? Wird das was? Gut, ich könnte jetzt hier die Quest weitermachen. Wir haben den Assassinen gerade wieder. In welchem Gebiet sind wir denn jetzt gerade? Ah, okay. Hier unten in dem letzten Gebiet hätten wir theoretisch einen Assassinen gerade. Das letzte Assassin gab, um dann an Alter, hier ist Rüstung zu kommen. Uiuiuiui, ich weiß, wo wir beim nächsten Mal safe weitermachen. Aber jetzt möchte ich erstmal anonym werden. Das steht für mich gerade über allen Dingen. Okay. Okay, da habe ich echt Glück tatsächlich, weil ansonsten könnte ich jetzt nicht den Steckbrief da oben abreißen. Hey. Okay, oh, anonym? Anonym. Cool. Runter mit dir? Nee, eigentlich gerade nicht. Sehe ich gerade mal. Okay, dann, ich weiß nicht, sollen wir jetzt mit Leonardo weitermachen? Ja komm, wir quatschen mal mit ihm weiter. Er wird uns bestimmt erzählen, wie großartig diese Erfindung von ihm war. Schauen wir mal. Oh, Ezio, mein Gott, du lebst. Ist es wahr, man sagt, du hättest den Dogen getötet? Ich versuchte ihn zu retten, Leonardo. Aber die Wahrheit zählt hier nicht. Ich versagte. Und nun bin ich der meistgesuchte Mann Venedigs. Nun, vielleicht hast du Glück. Es ist Karneval in Venedig. Die Zeit, in der jedermann sein Gesicht versteckt. Darum bin ich hier. Hast du eine Maske, die ich tragen könnte? Natürlich, natürlich. Irgendwo hier drin. Grazie, amico mio. Und ich habe etwas für dich. Oh, mehr von dem Kodex. Aha, die sieht sehr komplex aus. Eine neue Zeichnung, mein Freund. Ein Mechanismus für das Gelenk, aber keine Klinge. Es scheint womöglich eine kleine Feuerwaffe zu sein. Oh. Aber so klein wie ein Kolibri. Ist das möglich? Ich weiß es nicht. Bauen wir sie und finden es heraus. Würde ich sagen. Alles klar, dann bau uns mal eine Feuerwaffe fürs Handgelenk. Jetzt werden wir einfach zum Superkampf-Druiden. Nützt ja nichts. Die Benutzung der Pistole erlernen. Lol, wir haben echt jetzt eine Pistole? Merda,
Alonso. Jo, es ist Silvester, Karneval. Okay. Was genau soll ich jetzt hier machen? Also Waffe auswählen. Pistole. Den Gegner mit. Okay. Ah, okay. Zack. Okay, es braucht halt ein bisschen, bis das Ziel anvisiert ist. Aber das ist cool. Damit kann man echt ein bisschen Blödsinn machen, ne? Damit kann man schon ein bisschen was anrichten. Mit einem Venedig erstmal herumballern. Interessiert keinen außer den Hund, der da vorhin angefangen hat zu bellen. Aber wenn es ansonsten niemanden interessiert, ne? Aber cool. Dann haben wir jetzt eine Pistole. Und ist die Frage, ob wir uns da jetzt so einen größeren Munitionsgürtel für holen können, weil 6 Schuss ist ein bisschen wenig, oder ob wir mehr Munition haben können. Du hast mir sehr geholfen, Bruder. Aber gern. Doch sicher bist du nicht zurückgekommen, um mit neuen Spielzeugen zu gehen. Geht es um diesen schrecklichen Dogen, der eingesetzt wurde? Marco Barbarigo? Dann wirst du mit deinem Freund Antonio sprechen müssen. Ich habe ihn in letzter Zeit häufiger bei gemeinsamen Freunden gesehen. Dort würde ich ihn suchen. Im Bezirk Dorso Duro. Im Süden. Frag nach Schwester Theodora. Schwester? Naja, irgendwie schon. Ja, Schwester. Und Ezio? Du darfst hier heute auf keinen Fall Waffen tragen. Grazie, Leonardo. Jetzt, wegen der Maske. Okay, keine Waffen. Aber wir haben trotzdem Waffen. Okay. Ja, lol, wir haben einfach wirklich eine Maske auf. Cool. Aber dann werden wir im nächsten Stadtviertel uns definitiv darum kümmern. Ebenfalls alles zu erkunden, bevor wir mit der Quest weitermachen. Ihr kennt mich ja, ne? Ich mache erst den anderen Spaß, bevor es dann mit der Story weitergeht. Aber cool. Dann wird jetzt auch das letzte... Ist es das letzte Stadtviertel hier in Venedig? Ich glaube wohl, ne? Na, er geht schon weg, weil er genau weiß, was ihm droht. Okay. Was haben wir denn hier Schönes drin? Ah, okay, das ist noch gar nicht im neuen Stadtviertel. Da war ich schon. Genau, auf der Seite fängt das neue Stadtviertel an. Und hier ist Karneval. Hier ist aber richtig Karneval, würde ich sagen, ne? Also hier ist Karnevalviertel, würde ich sagen. Aber meine Waren sind die extra Quattrini wert. Ich habe noch nie schlechte Güter angeboten. Okay. Okay, okay, okay. Okay, Lodey. Bezahle für deine Sünden. Ja, ich bezahle. Komm her. Lass mich bezahlen. Lass mich mit deinem Blut bezahlen. Okay. Das wäre erledigt. Okay, cool. Keine Zeugen. Kein Stress. Okay, dann holen wir uns mal die nächste Codex-Seite. Ich weiß gar nicht, wie viel da uns von fehlen. Ich weiß bloß, bei den Gräbern fehlt uns ein einziges. Aber das haben wir jetzt quasi auch mehr oder weniger gefunden, entdeckt. Whatever. Oh, wie schrecklich. Andrea! Andrea! Andrea? Wer ist Andrea? Ich kenne wohl Andrei. Okay. Gehen wir mal erstmal zu den Aussichtspunkten. Ich denke, damit werden wir heute die Folge verbringen mit Aussichtspunkte und so eine Geschichten. Ja, Leute, den Wachen hat es auch gar nicht interessiert, was da hinten passiert ist, ne? Aber ist okay.
funktionieren. Alle interessierten Parteien sollen sich. Okay. Jo, hier wird Party gemacht. Erinnert mich so ein bisschen, zumindest im Teilen, ans MPS. Also für die Leute von euch, die das kennen, wissen, was MPS ist, seid gegrüßt. Ich finde euch jetzt schon sehr sympathisch. Ich werde mal gucken, ob ich... Ich glaube nicht, dass ich dies Jahr, also ne, noch zum MPS komme. Ich weiß auch gar nicht, wann es anfängt. Bin ich ganz ehrlich, durch Corona habe ich da so ein bisschen den Zeitplan, wollte ich gerade schon sagen, verloren. Aber, ich komme da nochmal irgendwann wieder hin. Da bin ich mir sicher. Nächstes Jahr spätestens werde ich definitiv wieder auf beide gehen. Da habe ich wieder Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich glaube, da mache ich sogar einen Vlog drüber. Auf dem Zweitkanal. Weil, ich meine, ich wollte eigentlich jetzt bald anfangen mit Videos auf dem Zweitkanal, weil ich im Oktober auf dem Roadtrip bin, den ich ganz gerne auch als Videotagebuch festhalten wollte. Aber, gut. Das kriegen wir schon hin. Bin da sehr zuversichtlich. So. Wir haben mehr aufgedeckt. Kunsthändler haben wir aber hier gar nicht, sehe ich gerade so, ne? Also, so sehr künstlerisch ist dieses Viertel irgendwie nicht veranlagt. Kann das sein? Okay. Machen wir erstmal weiter mit Aussichtspunkten. Zack und runter. Ich dachte nämlich an den Kunsthändler eigentlich gerade zwecks Karte für die Schätze. Schatzkorde. Auch genannt. Okay. Tragen die eigentlich auch Masken? Nö. Die tragen keine Masken, die Nutten. Eigentlich schade. Fände ich irgendwie schon so ein bisschen interessant. So. Ich verletze hier niemanden. Okay, haben wir hier den nächsten Aussichtspunkt. Jetzt müsste ich mal gleich eben kurz gucken, wie viele von, also, ne, der wie viel der Aussichtspunkt von wie vielen das jetzt ist. Das müsste ich gleich mal echt eben kurz beobachten. Da steht er da eigentlich immer. Ich bin mal gespannt, ob das der nächste Aussichtspunkt, das nächste Assassinengrab wieder ein Rätsel ist. Oder ob es sich diesmal wieder um einen irgendwas Infiltrieren handelt, wo wir dann dementsprechend auch ein paar Gegner haben. Ich weiß es nicht. Aber es ist ja das letzte Grab. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Da werden wir beim nächsten Mal quasi sofort mit einsteigen. Ehrenwort. Außer ich habe es bis dahin vergessen, aber Ehrenwort. Checkpoint erreicht. Karte aktualisiert. 48 von 73. Da fehlt aber eigentlich echt noch eine Menge, ne? Kommt noch irgendwo eine Stadt oder so? Weil ich meine, 48 von 73 ist jetzt noch nicht so viel, sagen wir es mal so, ne? Oh, da hätten wir übrigens einen Kunsthändler, den nehmen wir mal hier mit. Wenn der schon hier direkt nebenan quasi ist. Gehen wir da auch sofort mal hin. Moin. Schatzkarte. Ja, nehmen wir. Huch. Ja, Gemälde, die kaufe ich mir dann bei mir. Molto grazie. Die Gemälde kaufe ich mir bei mir, da bin ich günstiger unterwegs. Okay, zack. Zack. Nehmen wir die Schatztruhe mit. Nehmen wir die auch noch mit, ziehen dann durch zu der, gehen dann hier zu dem Aussichtspunkt und nö, einfach so nach und nach ein bisschen das ganze Pflaster, sag ich jetzt mal, hier lichten. Ach, Mist. Doch kalte, nasse Füße gekriegt. Kalte wahrscheinlich auch, wenn sie nass sind, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, unten nochmal nasse Füße gekriegt. Ich dachte, er springt dann wenigstens jetzt da drauf. Aber war ihm nicht so nach. Okay, also doch von hinten aus. Okay. Aber da ist eine Wache drin, die wir uns nicht reinlassen. Ey! Was tust du da? Du Bösewicht!
Okay, jetzt haben wir's. Der Wache ist das auch völlig egal, kann das sein? Die soll hier den Schatz beschützen und denkt sie so, jo, mach ich mal. Und steht da einfach nur doof rum. Boah, fast nasse Füße gekriegt. Habt ihr es gesehen? Aber der Skill kam dann doch noch rechtzeitig. Okay, nächster Schatz. Ah, Feuer. Also Feuerspeier und sowas gab es auch immer auf dem MPS. Ah, ich habe wieder Bock drauf, ne Leute. Ich habe da jetzt so richtig Bock wieder drauf. Ich habe da wieder richtig Bock drauf aufs MPS. 555. Komische Zahl. 666 wäre viel besser. Okay. Auf zum nächsten Aussichtspunkt. Na, ich weiß gar nicht, wo die anderen sein sollen. Gibt es irgendwie noch eine Stadt oder noch ein paar mehr Viertel oder sowas? Oder habe ich eventuell welche woanders übersehen? Ja, schrei noch lauter. Ja, siehst du mal, das... die Wachen umrempeln wird denen nichts bringen. Ich glaube, das hat dir noch keiner gesagt. Kann das sein? Das hat dir noch keiner gesagt, dass die Wachen, wenn du die umrempelst, das nicht viel bringt. So. Ich bin mal echt gespannt, wo die restlichen Aussichtspunkte sind, weil ich glaube, wenn wir mit dem Viertel fertig sind, klar, haben wir dann wieder ein gutes Stück geschafft. Aber ich glaube nicht, dass das alles war. Das glaube ich nicht. Zack, runter. Und... ja, holen wir uns mal die beiden Schätze. 49. Ich würde jetzt vermuten, dass das wieder zwei Stück nebeneinander sind, hier in so einem Raum, der bewacht wird. Boah, bin ich gut, Alter. Ich kenne das Spiel einfach schon. Oh, okay. Auf der Piazza San Marco. Gehängt. Ihr seid ein jämmerliches, feiges, verängstigtes... ah, Mist. Merda. Ich wollte den Typen eigentlich... okay, cool, das hat gut geklappt. Das ging rap. Wie er ihn einfach noch ganz lässig nach hinten geschubst hat. Okay. Aber cool. Das ging ja noch relativ simpel und recht fix. Ich wollte eigentlich mit der versteckten Klinge. Deswegen wähle ich die auch mal wieder aus, bevor mir gleich nochmal so ein Fauxpas passiert. Ich habe einfach stumpf mit dem Schwert reingedrümmelt. Als gäbe es keinen Morgen mehr. Ich wollte ja eigentlich mit der Dingens hier rein. Mit der versteckten Klinge, dann hätte ich das mit Waffenwechsel und sowas gar nicht machen müssen. Upsi. Mailand hat mir nichts voraus. Ich habe die angesagte Mode von allen. Okay. Zack, zack. Hier hoch, da rüber. Na, ich sehe schon, da oben drinne. Oder ist das ein Taubenschlag? Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es ein Taubenschlag ist. Ich glaube, da oben haben wir den Schatz. Geht wieder runter zum restlichen Pöbel. Wollen wir mal unsere neue Waffe ausprobieren? Runter hier, oder ich werfe dich. Das Betreten der Dächer. Thema erledigt. Es dauert relativ lange, sobald man entdeckt wurde. Ne? Also da wird es dann schon kritisch. Aber darf man mal eben kurz anmerken, wie cool diese Waffe ist. Ich glaube, ich werde mich sehr auf Assassin's Creed Black Flag und sowas doch freuen, obwohl ich erst sehr kritisch gegenüber dem Teil bin, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ehrlich, ich bin sehr kritisch gegenüber diesen Teilen, Black Flag und so eine Geschichten. Aber naja,
Ich sehe schon gerade, Folge ist sowieso rum, also würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal mit dem Assassinen-Grab weiter, insofern ich dann denke. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt Kommentare, Videobeschreibung abchecken und abonnieren nicht vergessen. Bis dahin, euer NicoTube. Cheerio!